Rahul Ghosh liebt Sport. Wann immer der 38-Jährige kann, trainiert er in seinem persönlichen kleinen Gym in Horgen. Mein Lieblingssport ist Basketball. Das hat in den 90er angefangen mit Michael Jordan natürlich. I'm in love with the shape of you. Der Sport ist für mich eigentlich alles. Wegen dem Sport bin ich auch nach Amerika gegangen. New York ist Basketball-Mekka. In New York Basketball spielen ist für jeden Basketballer halt der Traum. Den Traum konnte ich mich ein bisschen erfüllen. Für Rahul gehört zum Sport auch eine gesunde Ernährung. In den USA entdeckt er den neu aufkommenden Food-Trend der Knochenbrühe. Auf gut amerikanisch Bone Broth. Bone Broth ist sehr gut für Sportler, für Gelenk. Das Erste, was man nach über einem Monat Bone Broth merkt, sind Nägel, sind stärker, ist gut gegen Falten, gegen Haarausfall, für die Haut und für die Darmheilung. Wenn in der Reihe gesund ist, strahlt das auch außen aus. Ich bin in die Schweiz zurückgekommen mit der Idee, dass ich das mache. Es hat einfach 6 Jahre gebraucht, bis ich dann angefangen habe. Und dann ist das eigentlich eskaliert. Die Nachfrage so groß gewesen, dass wir professionelle Produktionsküche gesucht haben. Seit September 2018 ist das Produkt des 38-Jährigen nun auf dem Markt und sehr erfolgreich. Wir nehmen die besten Knochen vom Rind, die besten Knochen vom Huhn und haben eigentlich eine super Formel, um die besten Nährstoffe rauszuholen. Bone Broth besonders macht, ist, es ist nicht vergleichbar wie Bouillon oder Suppe. Wir sind die Einzigen, die das in der Schweiz machen, in dieser Art. Wir liefern es tiefgekühlt, wir liefern es nicht pasteurisieren und so bleiben Nährstoffe halt auch drin. Mein Traum mit Bone Broth ist, dass wir das schweizweit verkaufen, an Ständen, kleine Bone Broth Takeaways haben, wie eigentlich in New York. Und mit gesunden Snacks das kombiniert und ja, eigentlich alle Schweizer Bahnhöfe da eine Bone Broth Bar gibt.